Moin, willkommen am Berliner Hauptbahnhof. Heute möchte ich euch den U-Bahn-Anschluss des Hauptbahnhofs zeigen. Die U-Bahn-Linie U5 wurde bis hierhin verlängert. Der Bahnsteig der U-Bahn liegt auf gleicher Höhe wie die Fernbahnsteige in der Tiefebene des Berliner Hauptbahnhofs. Fahren wir einmal hinunter. Hier ein Blick auf die Fernbahnsteige. Der Bahnsteig der U-Bahn liegt noch östlich der Gleise 7 und 8. Wir gehen durch den südlichen Zugang hinein. Von oben haben wir einen guten Blick auf den Bahnsteig. Die Züge fahren bis ca. 21 Uhr alle 5 Minuten. Auf der Anzeige steht, dass zurzeit nicht alle Züge mit der maximal möglichen Zuglänge fahren. Die maximale Zuglänge, die hier vorgesehen ist, sind 6 Wagen. Berlin Hauptbahnhof ist zurzeit der Endbahnhof der Linie. Hier kommt der nächste Zug an, der hier endet. In der Mitte gibt es einen weiteren Ausgang mit einem Aufzug und einer Fahrtreppe. Mit dem Aufzug kommt man auch hinunter zum Bahnsteig. Der nördlichste Bahnsteigzugang, der auch zur Straßenbahn vor dem Hauptbahnhof führt, dient momentan als Anlaufpunkt für Geflüchtete. Für mich wird es jetzt Zeit, dass ich mich auf den Weg zum ICE nach Hamburg mache. Auf geht es wieder zum unteren Zwischengeschoss und dann zum Gleis 8. Und damit sage ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.